Also mir gefällt es ganz gut. Hallo Lieben, ich bin Serena von Mamisu und das ist Benny. Er wird heute bei uns am Video mit dabei sein. Ich habe letzte Woche zwei extrem coole, ganz schnelle, ganz einfache und für mich wunderschöne Do-it-yourselfs gebastelt. Und zwar mit meinem Cameo 2. Also mit meinem Cutter, Plotter. Jeder sagt es ein bisschen anders. Und ich wollte euch jetzt nur zeigen, was ich gemacht habe. Und es sind zwei verschiedene Arten. Das eine ist eine Stencil, also Schablonenform, die ich später bemalt habe mit normaler Farbe. Ich erkläre euch gleich, wie das funktioniert. Und das zweite ist ein Schild bzw. ein Bild für unser neues Haus, für das Gäste-WC. Und ich finde, beides ist extrem cool geworden, deswegen zeige ich euch das jetzt. Und zwar als erstes habe ich ein altes Stück Holz gefunden. Es ist ein sicher schon 2 oder 3 Jahre im Garten gelegenes Holz von meiner Mama. Und sie wollte es entsorgen. Ich habe gesagt, nein, stopp, ich brauche das. Das waren Latten, die ca. 2,5 bis 3 Meter lang waren. Wir haben sie in gleich große Stücke geschnitten. Solche Bretter rausbekommen. Aus den anderen dreien habe ich ein Schild gerade in Bearbeitung, das wird dann auch bald kommen. Und ich habe einfach auf meinem Computer dieses Welcome Home in einer Schriftart eingegeben und habe das dann ausschneiden lassen mit dem Cameo, habe es dann aber innen rausgezogen. Also man sagt ja Weeding oder Entgittern. Und ich habe diesmal einfach nicht den äußeren Bereich abgezogen, sondern den inneren. Das heißt, die Buchstaben rausgelöst und habe das Ganze dann trotzdem auf Transferpapier, auf mein Holz und vorsichtig das Transferpapier abgelöst und den inneren Bereich mit ganz normaler... Oh, er möchte sich woanders hinlegen. Da unten ist sein Hundebettchen. Und mit ganz normaler Farbe mit zwei Codes einfach übermalt und trocknen lassen. Mein großer Fehler war, ich war zu ungeduldig. Nach dem zweiten Mal drüber malen habe ich es ein bisschen zu früh runtergezogen und es waren ganz leichte verschwommene Linien am Ende. Das kann man aber gut, wenn das auch Wasserbasis Farbe ist, kann man das gut vorsichtig mit Wasser und einem trockenen, nee, mit einem nassen Pinsel runterwaschen. Ich finde das super cool. Es hat mich genau nichts gekostet, außer das Stück Vinyl, das ich gebracht habe. Ich sage jetzt mal, okay, es hat so unter 5 Euro gekostet. Die Farbe hatte ich schon zu Hause, also reusable. Und ja, hinten kommt jetzt noch ein ganz normaler beim Obi oder Hornbach erhältlicher Bilderhaken hinten dran. Und schon geht's an die Tür. Wie gesagt, ganz easy. Und das zweite Projekt, ich leg das jetzt mal hier her, war ein ziemlich cooler Fund bei unserem Lieblingsschweden. Und zwar ist das eine Tür, ich zeige mal den hinteren Teil. Das ist eine alte Tür von Ikea, die in der Fundgrube sozusagen war. Und ich habe gedacht, ah, das schaut so cool aus, ich muss es unbedingt nützen. Die Rückseite sieht man normalerweise nicht, auch nicht, wenn es an der Wand hängt. Somit ist es völlig egal. Und das Ding hat heiße 5 Euro gekostet. Ich muss das unbedingt mitnehmen. Und ich habe mich jetzt entschieden für dieses Design. Und zwar steht da drauf, get shit done. Und das habe ich in goldener Glanzfolie geplottet. In Schriftgröße 244, glaube ich. Oder 280. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Muss ich nochmal schauen. Ich finde das auf jeden Fall ganz cool. Ich habe das weder vorbereitet noch extra gemalt oder sonst irgendwas. Ich habe das so wie es ist gekauft, um wie gesagt 5 Euro. Es ist irgendwo ganz unten mal ein ganz leichtes Cut, das sieht niemand und es stört mich auch überhaupt nicht. Und ich habe einfach einen Rest von meiner Goldfolie ausschneiden lassen. Es war tatsächlich nicht mal mein ganzes Blatt, sondern ich habe es ein bisschen verschoben im Silhouette Studio. Und am Ende einfach mittig aufgebracht. Super easy,
super schnell, super günstig und mir gefällt es extrem gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche und happy crafting!